Hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar geht es heute um ein bisschen spezielleres Thema. Mich haben mehrere in den Streams auf Twitch darauf angesprochen, wie viel ich denn in meinem ersten Monat verdient habe, seitdem ich YouTube-Partner bin. Ich bin seit dem 1. Mai bin ich YouTube-Partner und kann Werbung auf meine Videos schalten dann dementsprechend. Und ich wurde darauf angesprochen und das erkläre ich euch heute in diesem Video. So Leute, wie gesagt, heute soll es ein bisschen mal darum gehen, ums Finanzielle mal dementsprechend, und vielleicht ist das Video auch interessant für Leute, die, ich sag mal, vielleicht nicht so sich mit meinem Channel bisher beschäftigt haben. Ich sag, viele wollten es wissen, dementsprechend, die meinen Channel halt schauen, die auch auf Twitch die Livestreams schauen, aber ich dachte mal, ich halte es vielleicht ein bisschen allgemein, damit falls irgendwelche Leute, die jetzt zum Beispiel einen YouTube-Kanal haben, den größer machen wollen oder kurz vor 1000 Abonnenten stehen, damit die Leute es auch vielleicht ein bisschen einschätzen können, was man dann damit verdienen kann. Wollte ich vielleicht einfach mal ein bisschen allgemeiner halten und deswegen gehen wir erstmal auf den Kanal. Ich erkläre ein bisschen was für die Leute eben, die jetzt nicht ungefähr daherkommen. Ich meine, die meisten werden es wahrscheinlich kennen ansonsten. Ups, ich muss nur kurz was umstellen. So, dann sind die gelben Renner weg. Nice. Und zwar gehen wir erstmal auf Übersicht von meinem Channel. Ich habe einen Gaming-Channel, Paul Paradox von hier, ne? Wie gesagt, die meisten werden es wahrscheinlich kennen, die hier gerade zuschauen. Und da ist vielleicht relevant, wenn man auf Videos direkt geht. Ich habe verschiedene Arten von Videos. Es gibt einen Hauptcontent, den ich quasi habe, der sich angeschaut wird. Die restlichen Videos sind eher so Spaßvideos natürlich. Ich meine, sind alle Spaßvideos. Aber das sind eben dann dementsprechend die Teile, zum Beispiel jetzt CSGO zum Beispiel, spiele ich sehr gerne. Oder ich habe im Livestream einen Lego-Baum aufgebaut. Das sind jetzt so Sachen, die bekommen bei mir nicht großartig viele Aufrufe. Die Hauptaufrufe kommen bei mir von einem Spiel und das ist hier Dota 2 Auto Chess. Das ist mein Main-Game, womit ich auf der Channel quasi damals, also mehr oder weniger groß geworden ist oder gewachsen ist. Da habe ich so durchschnittlich 50 bis 1000 Aufrufe drauf auf diesen Videos. Das heißt, immer so, ne, seht ihr hier, Dota 2 Auto Chess 700, 400, 700, 700, 700, 800, ne, also so 500 bis 1000, manchmal auch mehr, manchmal ein bisschen weniger, je nachdem. Was da aber sehr relevant auf jeden Fall ist bei diesen Videos, das sind relativ lange Videos. Das heißt, so ein Video geht 45 Minuten, 45, 42, 39, manchmal gehen die auch länger, wie hier zum Beispiel knapp eine Stunde, manchmal gehen die sogar über eine Stunde, weil das halt sehr lange Runden sind, die ich aus den Streams nehme und später hochlade. Und deswegen habe ich eine relativ hohe Watchtime. Also für jemanden, der nur 1000 Abonnenten hat, also hier 1050 Abonnenten sind es inzwischen übrigens, habe ich eine sehr lange Watchtime, weil die Leute, die Videos gucken, die halt meistens dann durch die Videos halt wirklich knapp eine Stunde schauen und dementsprechend. Und ich lade auch jeden Tag ein Video hoch. Das heißt, bei mir kommt jeden Tag ein Video, es wird jeden Tag wird lange geschaut. Da hat man natürlich einen höheren Umsatz als später jemand, der zum Beispiel auch einen 1000 Abonnenten-Channel hat, aber halt irgendwie nur zwei Videos, die 5 Minuten gehen im Monat hochlädt dann dementsprechend und die irgendwie auch 1000 Aufrufe haben, ist natürlich dann um einiges weniger im Umsatz, weil im Endeffekt sind die Abonnenten vollkommen egal, was es halt den Werbeumsatz angeht, ist vollkommen egal, weil es geht da wirklich um die Aufrufzahlen, wie oft in Werbung angeguckt worden ist etc. Deswegen geht es darum quasi. Und nochmal, um das vielleicht auch angesprochen zu haben, bei so einem 45-Minuten-Video, wenn man das standardmäßig einstellt von, also von YouTube, wie die Werbung quasi, diese Mittelwerbung, die Mid-Rolls heißen die, wie die angezeigt werden sollen, sind standardmäßig da bestimmt so 15 Mid-Rolls, 10 oder 15 Mid-Rolls drin. Das heißt, überall, alle 2 Minuten oder 3 Minuten kommt so eine Werbung dann dementsprechend. Ich habe das nicht so eingestellt, ich habe das eingestellt, dass in einem 45-Minuten-Video Mittelwerbung 3 Mal kommt. Also ich habe 3 Mid-Rolls in einem Video, damit man es vielleicht auch einschätzen kann. Natürlich kann man theoretisch auch einen viel höheren Umsatz erzielen, wenn man jetzt sagt, man macht in so einem 45-Minuten-Video macht 8 oder 9 oder 10 Mid-Rolls, also alle 3, 4 Minuten halt quasi Werbung. Ich mache halt nur alle 15 Minuten Werbung, weil ich finde, das ist genug. Und mich nervt selber, wenn ich jetzt YouTube-Videos anschaue und ich sehe schon vorher, da sind 1000 gelbe Balken, da kommt alle 2 Minuten eine Werbung, ich will es halt dann selber nicht anschauen. Deswegen will ich es auch meiner Zuschauerschaft nicht zumuten, damit man das vielleicht ein bisschen damit auch vergleichen kann nochmal. Damit man halt dann weiß, okay, wenn man mehr Werbung schaltet, wird man mehr bekommen oder weniger dementsprechend. Okay, jetzt kommen wir zum Interessanten, Leute. Was habe ich denn im ersten Monat im Mai verdient? Wir sind jetzt im kompletten Monat Mai quasi hier am Start. Ups, es ist irrelevant da unten erstmal. Ich hatte im Monat Mai, hatte ich 32.000 Aufrufe insgesamt. Hier oben steht es hier auch nochmal. 32.000 Aufrufe. Und eine Wiedergabezeit von 7.434 Stunden. Das ist natürlich schon mal so ein Ding, das wirst du halt niemals mit einem Video erzielen oder mit Videos, die halt nur irgendwie 2-3 Minuten gehen. Deswegen, das muss man halt auch bedenken dabei dann dementsprechend. Und das Interessante ist wirklich, geschätzter Umsatz 72 Euro, Leute. Wir haben eben, beziehungsweise ich habe im Mai, 1. Mai bis 31. Mai, wenn man um Umsatz geht, habe ich 72 Euro erzielt, 72 Euro und 46 Cent. Was ich finde, was für ein Channel mit 1050 Abonnenten, beziehungsweise 1000 Abonnenten, wo ich es ja damals hatte, was ich finde, was echt schon in Ordnung ist, ne? Also man muss halt wie gesagt bedenken, ich lade jeden Tag ein Video hoch, ich habe lange Videos, daran liegt es halt dementsprechend auch. Aber ist, finde ich, wirklich eine schöne Sache.
Und wie gesagt, ich habe es schon erklärt, muss halt bedenken, wenn man halt nur wenige Videos hochlädt, auch mit 1000 Abonnenten, mit kurzen Videos wird es halt viel weniger sein. Beziehungsweise, wenn man natürlich irgendwie jetzt ein kleines Video hochlädt, damit, dann mit 1000 Abonnenten, aber die Videos haben halt 60.000, 70.000 Aufrufe, kann es natürlich auch wieder mehr sein. Es hängt halt im Endeffekt von der Watchtime und von Aufrufzahl ab und wie oft man Werbung schaltet. Was ich auch noch ganz interessant finde zu sehen ist, klar, am ersten habe ich halt angefangen, Werbung zu schalten, deswegen ist es da noch ein bisschen weniger und geht immer mehr hoch. Und dann hat sie bei mir angefangen, so sage ich mal nach einer Woche, so 7., 8., 9. Mai, so in dem Bereich, dass bei mir auf einmal auf YouTube, hier im Inhaltemanager, dass auf einmal voll viele Videos gelb angezeigt worden sind. Das heißt, die waren nicht mehr voll monetarisiert, sondern die waren nur ja eingeschränkt monetarisierungsfähig. Das liegt daran, dass der YouTube-Filter am Anfang bei den Videos von jemandem automatisch mit irgendwelchen Filtern, ich weiß nicht, was der genau da raussucht, aber da werden extrem viele Videos von einem am Anfang am Anfang halt gelb geschaltet, dass die halt nur teilmonetarisiert werden, dann verdienst du viel weniger Geld durch Werbeeinnahmen oder sowas damit. Da kann man immer eine Beschwerde einlegen, dann werden die nach einer Zeit freigeschaltet. Entschuldigung, was einem natürlich nichts bringt, wenn die freigeschaltet werden. Wenn die halt erst eine Woche später freigeschaltet werden, die Klicks schon drauf waren. Aber das Coole daran ist wirklich, dass inzwischen es bei mir so ist, dass ich so eine Selbstverifizierung bei YouTube freigeschaltet habe. Das heißt, nach einer gewissen Zeit, wenn ihr YouTube-Partner seid, dann bekommt ihr so eine Selbstverifizierung freigeschaltet, wo ihr dann quasi immer eingeben könnt selbst, okay, ist das Video, darf es monetarisiert werden, kommt irgendwelche Schimpfwörter vor, kommt irgendwas Brutales drin vor, da könnt ihr selber quasi eine Einstufung senden und wenn ihr das eine Zeit lang richtig macht, was bei mir jetzt auch schon vorbei ist, geht alles recht schnell eigentlich, wenn ihr das eine Zeit lang richtig macht, dann vertraut dir YouTube quasi und dann überprüfen die das nicht mehr so genau und dein Video ist immer am Anfang an schon direkt freigeschaltet, solange du das alles korrekt machst und keinen Quatsch machst, darfst du auch diese Selbstverifizierung behalten. Bedeutet, ich habe dann hier angefangen, das selbst, irgendwann hier habe ich immer quasi Beschwerde geschickt, dann wurden die immer freigeschaltet, die Videos und irgendwann hier Mitte Mai habe ich das bekommen, dass ich meine Videos selbst verifizieren darf und seitdem wurde auch kein einziges Video mehr dann quasi also irgendwie gesperrt oder halt, also beziehungsweise halt nur gelb angezeigt, dass nur teilweise monetarisierungsfähig ist. Was wiederum bedeutet, dass ich seitdem quasi jedes Video komplett bewerben konnte. Und deswegen sieht man hier, dass es sich um einige stabilisiert hat und nicht mehr diese hohen Schwankungen hat. Genau, und dann hat sich so eingependelt, würde ich jetzt mal sagen, zwischen 2 und 3 Euro hauptsächlich. So in dem Bereich. Beziehungsweise jetzt am letzten Tag, am 31. noch, kam ein neues Update in dem Main-Spiel, hat ein Dota 2 Auto-Chess raus, wo ich auch ein Video gebracht habe. Und da es ein Update war, wurde es halt sehr viel geschaut. Da haben wir da 4 Euro. Aber insgesamt eben ein Umsatz von 72 Euro. Und 46 Cent mit einem Channel mit, wo stehen die Abonnenten jetzt hier, mit 1052 Abonnenten jetzt momentan. Leute, ich melde mich nochmal ganz kurz aus dem Off und werde das hier irgendwo nochmal zwischendrin einfügen. Ich habe gerade gemerkt, ich habe was vergessen, was ich noch ansprechen wollte. Und zwar kamen hier noch mehrere Sachen in den Umsatzstatistiken und zwar zum Beispiel die Videos mit den höchsten Einnahmen. Da sieht man schon, dass es die ganzen Auto-Chess-Runden bei mir sind dementsprechend. So, das war Auto-Chess alles. Und die Anzeigetypen, die ich ganz interessant finde und zwar steht hier dabei, zum Beispiel, dass halt 73% tatsächlich meine Einnahmen diese überspringbaren Videoanzeigen waren. Das heißt, es waren wahrscheinlich diese Werbung überspringen Anzeigen dementsprechend. 11% nicht überspringbare und dann auch die anderen dementsprechend. Und mich haben Leute gefragt, ob die mich unterstützen können, wenn die YouTube Premium quasi haben. Das heißt, die haben YouTube Premium sich gekauft und bekommen keine Werbung angezeigt. Und ja, können sie mich. Da nämlich, wir haben einen Bereich mit geschätztem Werbeumsatz quasi, also was man durch die Werbung verdient und einen Teil mit Premium-Umsatz. Das heißt, die Leute, die einen Premium-Account haben, wenn sie die Videos dann dementsprechend schauen, dann bekommt man eben auch von denen dementsprechend dann trotzdem einen gewissen Teil an Umsatz quasi, was wahrscheinlich sonst der Werbeumsatz gewesen wäre. Nur nochmal das zur Info. Also man kann durchaus schon mit einem kleinen Channel auch ein bisschen sich ein Taschengeld dazu verdienen, was cool ist, weil es halt das Hobby von einem ist, ne? Und so kann man sich ein bisschen wieder andere Sachen leisten, zum Beispiel, also irgendwie Equipment oder sowas für die Streams, beziehungsweise für die YouTube-Videos, was ich echt nice finde. Und wie gesagt, man muss halt nur bedenken, es hängt halt hauptsächlich von den Aufrufen und von der Wiedergabezeit ab. Das sind die zwei wichtigen Indikatoren hier. Ob du jetzt 5.000 Abonnenten hast, aber nur halt 10.000 Aufrufe, dann verdienst du halt weniger, ne? Ist ja klar. Und natürlich auch je nachdem, welchen Content du bringst. Okay, pünktlich fängt die Baustelle auf jeden Fall draußen an laut zu sein, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen das erklären, gerade die Leute, die halt Interesse dran hatten und gefragt haben in den Streams, was ich im ersten Monat verdient habe. Und vielleicht war es auch hilfreich für irgendwelche Leute, die eben jetzt sich momentan einen YouTube-Channel aufbauen oder kurz vor den 1000 Abonnenten sind. Macht euch keinen Stress, falls ihr am Anfang die Videos öfter noch gelb angezeigt bekommt, wenn ihr das immer die Beschwerde einreicht, wenn es auch wirklich begründet die Beschwerde ist und dann irgendwann die Selbstverifizierung hat, ist das alles kein Problem mehr. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video oder im nächsten Stream. Bis dann. Haut's rein.